Die jüngste Stadtratssitzung stand ganz im Zeichen der Diskussion um die Kommunalfinanzen. Die Stadt wehrt sich vehement gegen Auflagen des Finanzministeriums. Das will erwirtschaftete Überschüsse den Kommunen bei den Finanzzuweisungen wieder abziehen. Das sei Wegelagerei, sagte Finanzdezernent Zimmermann unter dem Beifall der Räte. Vor dem großen Knall gab es zur Erwärmung erstmal einen etwas kleineren, aber in die gleiche Richtung. Überschrift der Drucksache: Klageverfahren Eigenbetrieb Theater Magdeburg. Geklagt werden soll dagegen, dass die Kommunalaufsicht den Wirtschaftsplan des Theaters beanstandet hat. Ein Widerspruch der Stadt gegen die Beanstandung wurde abgewiesen. Alfred Westphal, Bündnis 90 Grüne, klärte über die Zusammenhänge auf. Ursache für die Differenz bzw. den Mehrbedarf sei, dass der Haustarifvertrag für das Theater ausgelaufen sei. Durch den allgemeinen Tarifvertrag entstünden höhere Personalkosten von knapp 560.000 Euro, die die Stadt mit einem höheren Zuschuss ausgleichen will. Darf sie das nicht, steht einiges auf dem Spiel. Das Landesverwaltungsamt hat nämlich vorgeschlagen, anderweitig zu sparen, zum Beispiel durch Personalabbau oder Einstellung des Domplatz Open Airs. Domorganist Barry Jordan hätte dagegen sicher nichts. Mirko Stage von Future erläuterte uns noch einmal die festgefahrene Kiste. Also nicht der Eigenbetrieb Theater klagt, das ist erstmal ganz deutlich zu stellen, sondern wir als Stadt Magdeburg gehen in ein Klageverfahren, was damit zusammenhängt, dass das Landesverwaltungsamt bei der Bestätigung unseres Haushaltes in einem Punkt widersprochen hat. Und dieser eine Punkt, der betraf das Theater. Und dieser eine Punkt ist jetzt das Problem, warum das Theater plötzlich mit einem großen Defizit dasteht. Denn wir als Stadtrat haben beschlossen, dem Theater ungefähr 500.000 zusätzliche Euro sozusagen für dieses Haushaltsjahr zu gewähren, als Ausgleich für Tariferhöhungen, die einfach bei den Personalkosten entstanden sind und die das Theater so kurzfristig nicht mehr aus eigenen Möglichkeiten decken konnte. Eigentlich ein ganz normaler Weg. Alfred Westphal hat das heute auch nochmal dargestellt bei diesem Tagesordnungspunkt. Das Landesverwaltungsamt hatte dort allerdings gesagt, das machen wir nicht. Und dort bestreiten wir jetzt ein Widerspruchsverfahren vor dem Hintergrund, dass es einfach in dem Punkt darum geht, dass wir sagen, das Land muss sein Theater auch finanziell vernünftig ausstatten. Denn das Theater in Halle, das Landestheater in Halle, kriegt zum Beispiel eine deutlich größere finanzielle Ausstattung im Jahr als Magdeburg. Und wir sind da haben dort, denke ich mal, gute Chancen, dieses Verfahren noch zu gewinnen und haben eigentlich auch gar keine anderen Möglichkeiten. Was wären die Konsequenzen, wenn das Land sich durchsetzt? Dass das Theater in diesem Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt hat mehr und dass man dann schauen muss zukünftig, wie man damit umgeht. Letztendlich, wenn diese Verfahrensweise nicht möglich ist, müssen wir natürlich insgesamt auch schauen, wo wir beim Theater sparen können. Aber das wird erst im Rahmen der Haushaltsberatung der Fall sein. Heute ging es einfach darum, ein Widerspruchsverfahren anzustrengen, was leider häufiger auch in der Vergangenheit schon mal der Fall war. Und es ging heute nicht inhaltlich um die Arbeit des Theaters. Stehen ja sonst doch ein paar unpopuläre Maßnahmen im Raum, wie Wegfall, Domplatz Open Air oder Spartenschließung. Das wäre ja fürs Theater tödlich. Das ist richtig, aber darum ging es in dem Beschluss heute überhaupt nicht, sondern darum geht es höchstens dann, wenn wir jetzt ab Ende Oktober in die Haushaltsberatung eintreten. Das hatte damit, da muss man ganz genau aufpassen, heute nichts zu tun, der Beschluss. Und der wurde einstimmig gefasst. Die Stadt beschreitet also den weiteren Klageweg, auch wenn ein Erfolg durchaus nicht sicher ist. Die Verwaltung will aber auch ein Signal im politischen Raum damit setzen, mit dem Rat im Rücken. Schon im Vorfeld der Ratssitzung hatte sich Oberbürgermeister Lutz Trümper weit aus dem Fenster gelehnt und die Räte zum Boykott von Auflagen des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltsgenehmigung 2011 aufgerufen. Die Kommunalaufsicht hatte gefordert, dass die Stadt detailliert darlegt, wie die Altschulden bis 2015 komplett abgebaut werden sollen. Dies solle erst dann geschehen, wenn das Land die Konsolidierungserfolge der Stadt nicht zur Konsolidierung des Landeshaushalts einsetzt. Kurz gesagt, von dem Geld, das die Stadt einspart oder mehr einnimmt, soll die Stadt auch etwas haben, um zum Beispiel die Schuldenlast zu reduzieren. Nach dem aktuellen Finanzausgleichsgesetz werden diese Überschüsse allerdings bedarfsmindert gegengerechnet. Die Stadt würde so nie von ihren Schulden runterkommen. Trümper ficht auch nicht an, dass er damit seinem eigenen Parteifreund Finanzminister Jens Bullerjan in die Parade fährt. Die Retourkutsche kam prompt. Trümper benehme sich wie ein bockiges Kind, wurde der Minister von der Presse zitiert. Finanzbeigeordneter Klaus Zimmermann klagte, dass sich das Land an keinerlei Zusagen gegenüber den Kommunen und Landkreisen halte. Zimmermann wörtlich: Wie sollen wir die Altschulden ausgleichen, wenn unsere Überschüsse vom Land einkassiert werden?
Das bezeichne ich eindeutig als Wegelagerei, rief er unter dem Beifall der Räte aus. Das Land saniere sich auf Kosten der Kommunen und feiere sich. Wir müssten uns wehren und die Stadt vor Schaden bewahren, so Zimmermann abschließend. Der OB meinte, es ginge nicht um Bullerjans oder seine Person. Nach heutigem Stand bräuchte man 400 Jahre, um die Altschulden abzubauen. Seit der Steuerreform vom Jahr 2000 habe die Stadt jährlich 50 Millionen Euro weniger Einnahmen. 117 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen habe die Stadt bisher abgearbeitet. Seit 2008 sei der Haushalt aufs Jahr bezogen ausgeglichen. Selbst der Landesrechnungshof kritisierte bereits im September 2010 das Finanzausgleichsgesetz, da es viele Ausgaben nicht berücksichtige. Einsparungen kämen nicht den Kommunen zugute. Trümper betonte, man werde keine unausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen, mit allen Konsequenzen auch für die freiwilligen Leistungen, da man nicht wisse, wie man die Schulden je wieder abtragen solle. Die Berechnungsgrundlagen sollten über ein Gutachten ermittelt werden. Immerhin liege Magdeburg mit den Pro-Kopf-Ausgaben unter dem Durchschnitt deutscher Großstädte. Land- und Kommunalaufsicht sollten die Gesetze einhalten und keine unausgeglichenen Haushalte mehr zulassen. In einem gemeinsamen Pakt zwischen Land und Stadt solle man sich Gedanken machen, wie man wieder von den Schulden runterkommt. Zum Beispiel laut Landesrechnungshof den Schuldenabbau auf 10 Jahre strecken. Bei 180 Millionen Schulden entspräche das 18 Millionen pro Jahr in Magdeburg. Jens Rösler, SPD, stellte klar, dass sich seine Fraktion vor den OB stellt. Er forderte deutliche Schritte vom Land, sonst sei eine kommunale Selbstverwaltung nicht mehr möglich. Reinhard Stern, CDU, erinnerte an das Konnexitätsprinzip. Zu Deutsch, wer Aufgaben an die Kommunen überträgt, muss auch für finanzielle Ausstattung sorgen. Gesetze und Verfassung müssten eingehalten werden. Steuermehreinnahmen müssten neben dem Schuldenabbau auch zur Erweiterung unserer Spielräume führen. Frank Theile, Linke, bezeichnete die Reaktion des Finanzministeriums als erschreckend. Die Linke unterstütze die Deutlichkeit des OBs in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Land. Der § 88 der Landesverfassung, wonach das Land dafür zu sorgen hat, dass die Kommunen über die Finanzmittel verfügen, die zur angemessenen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, müsse eingehalten werden. Hans-Jörg Schuster, FDP, merkte an, SPD und CDU sollten doch bitte auf Landesebene auf die Regierung einwirken. Alfred Westphal, Bündnis 90 Grüne, sagte an den finanzbeigeordneten Zimmermann und an OB Lutz Trümper gewandt, ein schöneres Abschiedsgeschenk, das er hemmungslos unterstütze, hätten sie ihm zu seiner letzten Stadtratssitzung nicht machen können. Diese Drucksache sei die wichtigste Ratsentscheidung in 20 Jahren. Ja, das ist meine Auffassung tatsächlich, weil wir streiten uns seit vielen Jahren um die Frage, was ist eigentlich Konnexität? Was ist eigentlich übertragener Wirkungskreis und was ist eigener Wirkungskreis? Und wofür sind wir eigentlich da? Und aus diesem Streit heraus, behaupte ich jetzt mal, ist diese Drucksache ein bisschen entstanden, weil auch Dr. Trümper wahrscheinlich die Nase etwas voll hatte von meinem ewigen Genöle in diese Richtung gehend. Aber ich glaube auch andersrum, weil das Einsehen da ist, dass man so im demokratischen Staat, in dem wir leben, nicht umgehen kann miteinander. Wir leben Gott sei Dank noch nicht in einer sich zunehmend aus meiner Sicht entwickelnden Verwaltungsdiktatur, aber alle Ansätze sind da. Und wenn sich dagegen jetzt richtig aufgelehnt wird, deswegen finde ich das außerordentlich wichtig. Und die wichtigste Entscheidung für uns als Stadtrat, sich in diese Position zu begeben, in Vertretung ja der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, ganz deutlich, halte ich für eine unendlich wichtige Angelegenheit. Und ich bin wirklich richtig froh, dass ein so eindeutiges Votum zustande gekommen ist. Die Räte billigten nämlich sämtliche Punkte der Vorlagen einstimmig ohne Gegenstimmen. Lediglich bei einem Unterpunkt und einem Änderungsantrag gab es einige wenige Enthaltungen auf Seiten der Linken und der NPD. Wir haben auch gestern im Finanzausschuss über diese Drucksache sehr intensiv gesprochen, aber sehr ruhig und sehr konzentriert auch und sind, glaube ich, alle der Auffassung, hier ist aber jetzt mal ein dickes Brett gebohrt worden. So ein Dicket, dass sich die Räte nach der Abstimmung mit allgemeinem Beifall selbst belohnten. Auch ein Novum. Beschlossen wurde von den Räten auch ein Positionspapier zur weiteren Entwicklung der 20 Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit, kurz GWA genannt, in der Landeshauptstadt, allerdings mit einigen Änderungen.
Die GBAs sind so etwas wie Schnittstellen zwischen den Bürgern, der Stadtverwaltung und der Politik in den einzelnen Stadtteilen. Allerdings ist das den Bürgern in vielen Stadtteilen noch zu wenig bekannt. Auf früheren Beschluss des Rates hin war die Arbeit der GBAs auf einem Fachtag evaluiert, also analysiert und bewertet worden. Im Anschluss daran wurde ein Positionspapier erarbeitet, das auf das Selbstverständnis und die Arbeitsweise der GBAs eingeht und Ansätze zur Verbesserung der weiteren Arbeit aufzeigt. Zum Beispiel soll die Zusammenarbeit zwischen den GBAs und ihre Vernetzung verbessert werden. Dazu soll auch das Internet weit mehr als bislang, zum Beispiel für Einladungen, Protokolle oder Termine genutzt werden. Einige gute Ansätze gibt es da bereits, zum Beispiel bei der GWA-Reform, die dafür Twitter und Facebook nutzt. Um den Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit zu erhöhen, soll eine gemeinsame Text-Bildmarke entworfen werden. Außerdem sollen die GWAs über ein spezielles Forum die Möglichkeit erhalten, im Stadtrat Anträge stellen zu können. Mehrere Stadträte, die meisten sind ja in den GWAs verankert, berichteten über ihre Erfahrung. Daraus resultierten einige Änderungsanträge, zum Beispiel aus dem Gesundheits- und Sozialausschuss oder von der Linken mit dem Inhalt, dass die Stadträte nicht mehr als Sprecher der GWAs fungieren sollten. Das wurde abgelehnt. Anträge von Bündnis 90 und der CDU, dass Verwaltungsmitarbeiter an den GWA-Sitzungen auf Anforderungen teilnehmen sollten, wurden auf Intervention des OBs abgemildert. Tenor, ja, aber nur über den Tisch des OB. Letztendlich wurde das so geänderte Papier mehrheitlich beschlossen. Beschlossen wurde auch ein Antrag der FDP-Fraktion, den Internetauftritt der Landeshauptstadt einem Relaunch, also einer grundlegenden Erneuerung, zu unterziehen. Die Verwaltung hatte dazu eine Stellungnahme erarbeitet. Sind Sie mit der eigentlich zufrieden? Na, die Stellungnahme der Verwaltung ist natürlich ein bisschen allgemein gehalten im Sinne, dass man grundsätzlich den Internetauftritt überarbeitet. Das ist ja auch schon passiert. Es gab ja schon eine Ausschreibung und ist auch schon die Firma benannt, die das machen soll. Und die Einzelheiten werden sicher dann erst im fortschreitenden Prozess genau definiert werden. Nun gibt es ja dazu einige Änderungsanträge, weil wahrscheinlich andere mit der Stellungnahme genauso wenig einverstanden waren. Können Sie mit den Änderungsanträgen mitgehen und zum Beispiel Facebook und Twitter mit einzubeziehen? Ja, wir hatten ja, oder im Ursprungsantrag steht ja drin, man sollte die neuen Medien mit grundsätzlich einbeziehen. Wenn man Facebook und Twitter gehören natürlich als grundsätzlich dazu. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Das kann man natürlich bedenkenlos mit abstimmen. Es gibt sicher auch noch mehr. Man hat jetzt nur erstmal Twitter und Facebook genannt. Alles, was neu dazukommt, wir verstehen das ja auch als kontinuierlichen Prozess, dass man dann immer das Modernste mit einbezieht. Was müsste denn überhaupt am Internetauftritt, wie er jetzt momentan besteht, was müsste überhaupt verbessert werden? Naja, grundsätzlich ist es ja nur ein Informationsportal zurzeit. Also die Transaktionen fehlen ja und ich denke, das ist der Hauptpunkt, der als nächstes mit reinkommt, dass man hier auch als Bürger oder als Nutzer seine Meinung, Ideen, also den Rückkanal sozusagen zur Verwaltung mit oder zur Politik mit einbringen kann. Gibt es ja auch Initiativen außerhalb der Verwaltung. Es gibt bei Facebook eine Arbeitsgruppe Stadtmarketing, die sich da auch schon seit einigen Monaten viele Gedanken macht. Müsste man die nicht ein bisschen mit einbeziehen? Da ist die Töne aus der Verwaltung sind ja so, dass die mit einbezogen werden. Und ich glaube, es gibt ja am 12. Oktober ja auch schon einen Termin beim Oberbürgermeister in der Richtung, sodass wir der Hoffnung sind, dass das natürlich mit einbezogen wird. So viel ich aus dem Hintergrund weiß, ist natürlich so, dass die finanziellen Mittel doch etwas eingeschränkt sind. Man hat sie ja über die Otto-Kampagne, wird dieser Relaunch mit finanziert. Und muss man sehen, was man sich dort finanziell auch, was da machbar ist. Haben wir mitgekriegt, dass ja der Internet, die Adresse von der Otto-Stadt Magdeburg, die liegt jetzt irgendwie tot seit einigen Wochen? Ja, man sagt jetzt, man geht so ran, dass man die natürlich mit integrieren will. Da ist nichts passiert, also tot im Sinne, man kann sie aufrufen, aber es werden keine neuen Einträge erfolgen, weil man sagt, man wird das gleich integrieren in die neue Seite der Stadt Magdeburg. Das heißt, dass man von der einen Adresse automatisch auf die andere kommt? Weiß ich jetzt nicht genau, ob man das so macht, ob man sie verlinkt oder ob man vielleicht die Otto-Kampagne gleich mit als einen Button in die Magdeburger Seite mit integriert. Das wäre auch eine Variante. Das wäre die sicherlich die beste Lösung. Ja, denke ich auch. Also man muss ja nicht zwei Seiten haben, wenn ich das auf einer Seite realisieren kann. Also wir sind da guter Hoffnung, dass das auf dem Weg ist. Ob der genannte Termin am 12.10. beim OB etwas bringt, wird man abwarten müssen. Denn der OB bezeichnete die AG Stadtmarketing, die übrigens keinerlei finanzielle Interessen verfolgt, sondern einfach nur ihre Unterstützung anbietet, in der Diskussion zum Antrag als selbsternannte Experten.
Der Antrag selbst wurde mit der Ergänzung zu Twitter und Facebook mehrheitlich angenommen. Mal sehen, wann es erste Ergebnisse gibt. Wir sind gespannt. Gespannt war man auch auf den interfraktionellen Antrag auf Öffnung der Schuleinzugsbereiche. Da aber der stellvertretende Vorsitzende des Bildungsausschusses, Gunter Schindelhütte, wegen Krankheit fehlte, wurde der Antrag von der Tagesordnung zurückgezogen. Heftige Diskussionen gab es um den Antrag von Bündnis 90 Grüne zur touristischen Vermarktung des Wasserstraßenkreuzes mit dem Schiffshebewerk. Der wurde zwar mit Änderungen beschlossen, aber eigentlich nicht so richtig. Denn das Schicksal des Hebewerks steht nach wie vor in den Sternen. Vor allem die Finanzierung der Wiederinbetriebnahme und des Betriebs ist noch ungeklärt. Dabei drängt die Zeit. Bis Jahresende muss eine endgültige Entscheidung fallen, denn laut OB hat der Bund eindeutig erklärt, dass das Denkmal, wenn es bis Jahresende keine Lösung gibt, ab Mai in Beton gegossen wird. Geld für ein Infozentrum am Wasserstraßenkreuz gibt es vom Bund auch nicht mehr. Also Tourismuskonzept ja, aber erst, wenn feststeht, ob mit oder ohne funktionierendes Hebelwerk. So setzten es CDU, SPD und FDP durch. Genauso heftigen Widerstreit löste ein Antrag von Bündnis 90 Grüne aus, keine Aufträge für vorgezogene Maßnahmen beim Tunnelprojekt am Bahnhof auszulösen, solange die Finanzierung nicht wasserdicht ist. Das ist sie nach Ansicht der Antragsteller nicht. Deshalb solle die Verwaltung warten, bis der Planfeststellungsbeschluss und der Bewilligungsbescheid von Fördermitteln vorliegen, um keine Fehlinvestitionen zu tätigen. Im Moment ist die Finanzierung des Tunnels nachweislich gemäß der Infovorlage, die wir jetzt gleich im Stadtrat behandeln, ja nicht gesichert. Ja, weil es eben nur bis 2013 in der ersten Förderperiode kann der Tunnel nicht fertiggestellt werden. Und solange das so ist, dass die Gesamtfinanzierung des 50-Millionen-Bauwerks nicht gesichert ist, darf man ja auch meiner Ansicht nach keine Planungsaufträge für Ausführungsplanung vergeben, so wie es da drin in der Vorlage drin steht. Und deswegen haben wir gesagt, Umverlegung Taxiplatz oder Ausbau des Damaschkeplatzes oder Verlegung der Haltestelle an die Weinarkade, der Straßenbahnhaltestelle, das sind Dinge, die sind ja nur unter dem großen Aspekt, dass dort dieser Tunnel kommt. Und im Moment sieht es nicht so aus, als wäre der Tunnel finanziert. Das ist einfach die Situation. Und interessanterweise hat man uns auch in der Bauausschusssitzung, es war am 18.8., gesagt, der Antrag ist gar nicht erforderlich, weil wir machen das sowieso erst, wenn die Gesamtfinanzierung steht und wenn der der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig ist. Und nun bin ich gespannt, wie sich der Stadtrat dazu verhalten wird. Das kann ja aber noch eine ganze Weile dauern, bis die Finanzierung endgültig feststeht. Da kann man im Prinzip vorher nichts machen, eurer Meinung nach. Ja, es gibt ja Vorplanung und Entwurfsplanung, die gibt es ja. Also es ist ja nicht so. Aber wir dürfen jetzt nicht in einer bestimmten Weise vorgehen und nicht wissen, ob das Gesamtkonzept auch wirklich machbar ist. Und ihr habt immer noch Hoffnung, dass der Tunnel ins Gesamtjahr nicht kommt? Im Moment gehen wir davon aus, dass das nicht machbar ist. Das sieht der OB ganz anders. Er verwies auf rechtsgültige Verträge zwischen Bahn und Stadt. Außerdem gehe es nur um Aufträge von Arbeiten, die mit oder ohne Tunnel erledigt werden müssten. Im Übrigen, so der OB, werde er auf Fragen der Herren Kanel und Wendenkampf Future nicht mehr antworten. Auch Reinhard Stern, CDU, und Martin Rorsen, SPD, kritisierten die, wie sie sagten, Verzögerungstaktik der Bündnisgrünen, die daraufhin namentliche Abstimmung über ihren Antrag beantragten. Die ergab 17 Stimmen für den Antrag und 30 dagegen bei einer Enthaltung, sodass weiter Aufträge ausgelöst werden können. Noch kurz zu zwei Anträgen aus der Fraktion CDU-BFM. Da geht es um Zeitkarten für das Parken auf kommunalen Parkflächen und um die Ehrung von Trümmerfrauen. Gibt es da eigentlich noch so viele von in Magdeburg? Also wir kennen die Statistik nicht. Es sind wahrscheinlich nicht mehr allzu viele, aber genau das ist ja der Grund, wieso wir diesen Antrag jetzt auch einbringen und hoffen, dass er heute auch ohne große Diskussion und ohne Überweisung in Ausschuss abgestimmt wird. Weil im Moment ist es 60 Jahre her, also im Jahre 51 begann der Wiederaufbau Magdeburgs. Damit wird der Kreis überschaubar sein, aber wir hoffen eben doch schon noch einige mit dieser Ehrung zu erreichen und nochmal dieses Zeichen zu setzen. Wobei viele Trümmerfrauen sicherlich gleich nach dem Ende des Krieges 1945 aktiv geworden sind. Das galt ja auch aufzuräumen. Das ist wohl wahr. Aber der offizielle Start des Wiederaufbaus wird ja mit 1951 beziffert. Insofern wollen wir auf dieses Datum abheben. Und das greift sich jetzt, ist griffig zurzeit. Insofern hoffen wir, wie gesagt, um Unterstützung. Was für eine Ehrung schwebt euch da so ein bisschen vor? Was für eine Veranstaltung eventuell? Also das
müssen wir wirklich diskutieren. Wir geben ja dem Oberbürgermeister den Auftrag, das zu machen. Zum Beispiel im Rahmen der Ehrenamtsehrung, die jetzt ansteht zum Ende des Jahres, wäre eine Option zu sagen, wir erweitern das mal und nehmen mal diesen Personenkreis mit rein. Aber da würden wir das der Kreativität des Oberbürgermeisters überlassen, da ein paar Ideen zu entwickeln. Gut, ein zweiter Punkt, der ja auch ständig in der Diskussion ist, ist das Parken. Es geht einmal um das Handyparken, das steht halt nicht auf der Tagesordnung. Aber da würde mich mal interessieren, was ihr sagt ihr denn zu der Begründung der Stadtverwaltung, das Handyparken nützt nur den Bürger? Das ist eine sehr seltsame Begründung. Also wir haben uns schon gewundert, eigentlich wollen wir eine bürgerfreundliche Kommune sein. Und dem galt eigentlich auch der Antrag. Der Antrag war dem geschuldet, dass wir sagen, das muss bürgerfreundlicher werden. Da ging es nicht um Einnahmeerhöhung, sondern um etwas konkretere Einnahmen und darum, dem Bürger das ein bisschen flexibler irgendwie zu offerieren. Und dass die Verwaltung das damit ablehnt, ist schon sehr seltsam. Das ärgert uns. Wir werden an dem Thema dranbleiben und werden uns auch nicht zufrieden geben. Auch das Handyparken ist für uns eine ganz wichtige Option für die Zukunft. Andere Kommunen machen es. Und wie sie was macht, aber ich nicht. Das entzieht sich unserer Erkenntnis. Das können wir nicht nachvollziehen. Kommt ja von euch heute noch ein Vorschlag, eine Zeitkarte für das Parken einzuführen, entweder monatlich oder eine Jahreszeitkarte, um diesen ganzen Schlamassel, Suche nach Kleingeld, Suche nach Handy oder so, auch ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Ja, das ist, denke ich, ein neuer Ansatz. Den haben wir also auch gefunden nach Recherche, dass es anderswo so gemacht wird. Private machen das eh schon für bestimmte Parkflächen. Und wir, uns schwebt so vor, dass möglicherweise das ein Thema für gerade für Firmen interessant sein könnte, die also unterwegs sind. Da macht aber euch verschiedene Parkplätze, macht aber euch nützen, also das nicht auf einen Parkplatz beziehen, sondern so als Parkflächen als Dauerparkkarte auf Parkflächen der Stadt Magdeburg einzurichten. Das bitten wir mal zu überprüfen. Ich denke, das wäre ein guter Einsatz auch zur Entbürokratisierung, gerade eben für Firmen, das vielleicht nutzbar zu machen, nachvollziehbar zu machen, wäre, denke ich, ein guter Ansatz auch für Gewerbefreundlichkeit und Bürgerfreundlichkeit. Man müsste sicherlich mal durchrechnen, damit jeder was von hat, die Stadt einerseits und natürlich auch der so eine Parkkarte kauft. Habt ihr da schon mal nachgeguckt, welche Betreter eventuell in Frage kommen könnten? Also das müssen wir wirklich durchrechnen. Ja, dieser Antrag wird ja ganz bewusst in Ausschuss überwiesen, damit die Verwaltung da auch eine Stellungnahme zu abgeben kann, auch mal recherchieren könnte, was das an Kosten verursacht. Hier wäre möglicherweise keine Technik, sondern nur eine Karte notwendig. Es ist also wahrscheinlich weniger aufwendig. Also insofern sind wir mal neugierig, was uns die Verwaltung da für eine Stellungnahme vorlegt. Deshalb wurden beide Anträge, wie viele andere auch, erst einmal in die Ausschüsse verwiesen. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde unter anderem darüber entschieden, ob Kai Perret weiterhin Zoodirektor bleiben darf. An sich wäre das eine Formalie angesichts der Erfolge, die Perret bei der Entwicklung des Zoos aufweisen kann, stünde da nicht die Tötung der 3 Tigerbabys und von 27 Zebrafinken im Raum. Daher wollte Klaus Kutschmann, Bund für Magdeburg, seinen Änderungsantrag, die Weiterbestellung von Perret auf 3 statt 5 Jahre zu verkürzen, als Warnschuss verstanden wissen, kam damit aber nicht durch. Letztendlich entschieden sich die Räte bei 5 Gegenstimmen von Lothar Tietke, Tierschutzpartei, und wie zu vernehmen war aus den Reihen der Bündnisgrünen, für eine Verlängerung des Dienstvertrages von Kai Perret bis Ende 2016. Die Weiterbestellung von Peter Fechner als Geschäftsführer der Flughafen GmbH passierte den Rat dagegen ohne Probleme. Für einen war es, wie gesagt, die letzte Sitzung als gewählter Stadtrat. Alfred Westphal, von Anfang an seit der Wende dabei und immer streitbarer Geist im Plenum. Vor kurzem wurde er 70 und gibt seinen Sitz nun an Olaf Meister ab. War da auch etwas Wehmut dabei am vergangenen Donnerstag? Na und ob. Also, wenn ich mich nicht ein ganzes Jahr lang innerlich vorbereitet hätte darauf zu sagen, ich freue mich darauf, endlich Schluss und endlich gehen zu können, dann könnte ich mich heute auch in der Ecke setzen und ein bisschen heulen. Tue ich aber nicht, mache ich nicht, weil ich grundsätzlich der Auffassung bin, ich bin jetzt 70 geworden und wenn ich vor 2,5 Jahren meinem Mitpartner, der auch mein Mandat haben wollte oder ein Mandat in Südost haben wollte, gesagt habe, du hör zu, wenn ich 70 bin, höre ich auf, es wird Zeit, dass mal jüngere Leute rankommen, man muss im Alter auch mal zurücktreten können. Und deswegen sage ich mir heute, ist schon richtig, dass ich gehe. Heißt ja überhaupt nicht, dass ich nicht politisch noch mitmischen könnte, an welchen Stellen auch immer. Und das werde ich auch machen, zumindest erstmal in dem Bereich der Senioren, des Seniorenbeirats. Und dann habe ich doch noch eine ganze Menge Sachen, über die ich mich auch freue, die mich nicht maßlos belasten. Das wäre alles falsch. Ich bleibe im Vorstand der Kaiser-Otto-Stiftung. Ich bleibe bei der Arbeitsgruppe Stolpersteine und nicht unmaßgeblich. Ich werde mich in verschiedenen anderen Dingen weiter befassen. Ich werde mich in dem Thema, wo wir gerade jetzt bei sind, AG Gemeinwesenarbeit, ein bisschen intensiver einbringen. Im
Bereich, wo ich jetzt wohne. Früher habe ich in Südost, in meinem Wahlbereich, mich sehr intensiv da eingebracht. Naja, also ich fürchte mich nicht davor, vielleicht zu wenig zu tun zu haben. Da wird schon noch einiges kommen oder einiges da sein. Werden wir dich auf der Besuchertribüne des Stadtrates öfter sehen? Also da bin ich mir noch nicht so ganz klar. Ich sag mal, möglicherweise sitze ich ja hier unten, wo Verwaltung sitzt, nicht? Weil ja der Seniorenbeirat eine gewisse Funktion hat und zu Senioren bestimmenden Fragen Rederecht im Stadtrat und in den Ausschüssen. Mal gucken, ob ich mich nicht doch mal hin und wieder melde. Alles klar, wir wünschen dir erstmal alles Gute für die nächste Zeit, viel Gesundheit und dass du uns noch lange erhalten bleibst. Okay, danke. Das klingt doch dann schon wieder kämpferisch. Und wie sang schon die unvergessene Trude Herr, niemals geht man so ganz. Wenn das auf einen bestimmt zutrifft, dann auf Alfred Westphal. Die nächste Stadtratssitzung ist planmäßig am 13. Oktober um 14 Uhr.